Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition, Enderal Edition. Wer seid ihr? Ulfgar Rotang. Ah, ihr müsst die Mühle, oder wie das da heißt, machen. Was seid ihr für ein Tier? Ja, gut. Hier werden Hühner geschlachtet, da ist eine Gerberin. Keine Arbeit. Was? Was willst du? Mal fast zum Gruß. Handwerker. Hm. Was wollt ihr? Kinder. Hallo. Kein Avatar. Schmiedelehrling. Oder nicht mit dir reden. Ah, Schmieder. Die lullen dich ein mit netten Worten. Mm, da ist ein Schmied. Schmiede sind immer gut, können vielleicht was verkaufen. Arbeiter, kann alle nichts verkaufen. Hier ist echt Gewerbegebiet gerade, scheinbar. Schraubhut und Fusch AG. Mensch, dann gehen wir doch mal in diesen Aktienkonzern rein. Was ist denn in der Truhe? Nur Geld lohnt sich immer nicht. Bücher wären das, was ich klauen würde. Oder Sachen, die ich halt direkt verbrauchen kann. Auch wenn ich nie glaube, dass es sowas so häufig gibt. Ach, da sind Flaschen. Was ist das? Ein interessantes. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwie Schraubehut und Fusch AG. Da hätte ich jetzt gedacht, es wären irgendwie mehr Industriesachen. Hallo? Hallo? Krieg auf Kyra, Krieg auf Arasial, Krieg auf Kile. Malphas hält wahrlich seine schützende Hand über uns. Mensch, es gibt Buchhalter. Es gibt Buchhalter. Ich kann die Bilanzen nicht lesen. So viel zu tun. Ich kann einfach die Bilanzen nicht lesen. Ah, ist traurig. Ich dachte, ich könnte das jetzt. Ein leeres Pergament. Ja, das ist leer. Da steht natürlich nichts, wann war. Nee, ich kann die Bilanz nicht lesen. Das ist traurig. Das ist traurig. Überall Bilanzen und... Aber ich find's lustig, dass es Buchhalter hier gibt. Oh, wer seid ihr? Tivon Sommerfeld. Meines Pfades Buchhalter der Schraube, Hut und Pfusch AG. Auch wenn ich bezweifle, dass wir beide viel zu besprechen haben. Ich finde es halt sehr, sehr, sehr lustig. Es gibt Buchhalter. Buchhalter bedeutet, es gibt Bilanzen. Andersrum. Es gibt Bilanzen, dass die Buchhalter benötigen, was für mich bedeutet, es gibt Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hier. Also wenn wir demnächst auf die KPMG oder auf Scheiße, KPMG und wie heißen die anderen drei, die Big Four? Irgendwas end. Ach scheiße, komme ich nicht drauf. Was ist die Schraubenhut und Fusch AG? Das wisst ihr nicht. Wie erkläre ich das denn am besten? Wir sind ein Zusammenschluss von Denkern. Scharfsinnige Denker, sternlingscher Abstammung, wenn man das so sagen darf. Und die Schraubenhut und Fusch AG ist unsere Gilde. Ah ja, und wir produzieren in erster Linie Tüfteleien und Metallgüter. Unter anderem für den Heiligen Orden selbst. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr die Mittel hättet, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen. Also klingt ein bisschen so wie ThyssenKrupp. Ich bin eigentlich auf der Suche nach Arbeit. Gibt es etwas, wobei ich eurer Gilde vielleicht unter die Arme greifen könnte? Arbeit? Nein. Wobei, vielleicht doch. Ihr kommt viel rum, richtig? Ihr seht jedenfalls so aus. Könnte man so sagen, ja. Na gut, das könnte klappen. Es gibt da etwas, wo jemand mit euren Talenten tatsächlich hilfreich sein könnte. Einen Auftrag, den wir kürzlich erhalten haben. Schieß los. Einer unserer Kunden hat für Nachbauten diverser pyräischer Artefakte angefragt. Ein exquisiter Wunsch, aber natürlich keiner, dem wir nicht nachkommen könnten. Der Haken bislang ist jedoch, dass wir natürlich Originale benötigen, nach denen wir arbeiten können. Wenn ihr uns diese Originale bringt, und zwar unbeschadet, dann werdet ihr das nicht bereuen. Hier, ich zeichne euch ein paar Ruinen in eurer Karte ein, die es zu durchforsten lohnen könnte. Danke, danke. Könnt ihr mir etwas über euren Auftraggeber erzählen? Was hat er davon, pyräische Artefakte nachbauen zu lassen? Weil ich euch das als vollkommen Unbekannten natürlich sagen werde.
Na gut, ich werde sehen, was sich tun lässt. Gut, kommt wieder, wenn ihr was habt. Danke. Die Spuren der Vergangenheit. Oh mein Gott, sind da viele Sachen wieder. Ja, arg Fremdenviertel, ich denke, hier ist auch nicht mehr viel. Ja, da waren wir einfach mal bei ThyssenKrupp gerade. Ist auch mal gut. Wer seid ihr? Mal fast zum Los. Geht es euch gut? Ihr wirkt etwas durch den Wind. Und wenn nicht, was interessiert euch das? Hört, ich weiß, ihr meint es gut, aber bitte, gerade nicht, wirklich nicht. Gut, ich habe mich nur gefragt, ob ich vielleicht helfen könnte. Ach ja, und wer seid ihr? Loram Wasserklinge, wieder auferstanden? Seien wir doch mal ehrlich. Heutzutage bedeutet helfen doch im Klartext, dass ihr euch eine Belohnung erhofft. Als würde es irgendjemanden in dieser Welt geben, dem es am Ende nicht nur um seine Groschen gehen würde. Dieser Mistkerl Golfu hat es bewiesen. Bitte, ich... Lasst mich einfach in Frieden. Ihr bekommt gerade Wut ab, die ihr nicht verdient habt. Interessant. Eisen, eine Schlosserei. Interessant, da gibt's auch wieder was. Bisschen essen, bisschen trinken. Da könnte ich, guck mal hier. So, das könnte ich zum Beispiel machen. Da ist die Tomate und dieses Hasendings da. Hier. Schon ist meine Gesundheit kostenlos aufgefüllt. Das sind so die kleinen Diebstähle, die man sich hier leisten darf. Und irgendwann kann ich vielleicht auch Hehlerei betreiben. Dann geht es ab. Kann ich in Skyrim, glaube ich, noch nicht machen. Nein, im Himmelsrand bin ich dann nur nicht in der Lage zu, meine ich. Habe ich ja nicht das sprachliche Niveau. Aber ich weiß, es ist irgendwann möglich. Ich meine nicht, dass ich das schon hätte. Bürger und Bürgerinnen aus! Leckt eure Lippen ungezügelten Verlangen, wenn der Duft unseres unvergleichlich duftet. Es wird eh lustig, ne? Wenn ich wieder dann in Skyrim einsteige. Ich weiß nicht, wie lange Enderer geht. Ich schätze es jetzt wirklich so auf 252 Folgen. Sage ich jetzt einfach mal. So ganz grob. Und, wenn ich dann halt wirklich so in Folge 800 oder 900 oder so, je nachdem, wie weit ich das mache. Ich habe null Referenzen von Enderal. Es haben vielleicht auch viele Leute dadurch durchgespielt, weil es ja echt lang ist und relativ neu. Deswegen, das kann auch erst in Folge 1000 oder so. Herzland. Der Herzland war blöd, das war falsch. Das war sehr falsch. Warum gucke ich eigentlich alle so 2 Minuten auf mein Handy? Ich habe ja das Gefühl, ich will die neuen Nachrichten bekommen. Das ist aber nicht richtig. Weil mir schreibt um diese Uhrzeit keiner mehr. Ja, da bin ich falsch. Aber, oh mein Gott. Was ist es? Was seid ihr? Es lebt. Hallo? Hallo. Schreitet wohl. Es ist eine Kuh. Es ist eine Kuh einfach als Drache. Ich sag dazu gar nichts. Es ist einfach besser. Es ist einfach besser, wenn man dazu nichts sagt, glaube ich. Manche Dinge müssen einfach unkommentiert bleiben. Töricht ist es von uns, Tag und Nacht unser Leben zu hinterfragen. Ich glaube, Skyrim ist abgestürzt. Nee, doch nicht. Doch. Ha! Ja, Skyrim ist abgestürzt. Macht nichts, ich könnte ja wieder starten. So.
So, das ging schnell. Schneller als OBS sogar noch das Spiel gecatcht hat. Zumindest laut Bild. Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme echt aussieht. Das sehe ich gerade, ne? Unten steht im Text manchmal Megami hier mit diesem queeren... Ah, okay, jetzt wird's erkannt. Seelensteine sind eine der wenigen Dinge, die sie hier gelassen haben, wie in Skyrim. In Funktion und Name. Das finde ich toll. Sagen wir es mal so. So. Zum Glück ist das hier. Also, das Spiel ist relativ stabil. Sage ich mal wirklich vergleichsweise. Sichere Tour. Ach, gucke. Ach so. Ach, guck mal. Ach, interessant. Das ist ja praktisch jetzt gerade. Dass wir diese Kisten auch teilen können, das wusste ich jetzt gerade gar nicht. Also wusste ich vielleicht vorher, weil es mir irgendwann mal gesagt wurde, aber... Okay. Gut zu wissen. Wirklich gut zu wissen. Ja, also diese Bäckerin, ne? Wer seid ihr, eine Reisende? Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Hm? Wir gehen jetzt hier in den Marktplatz. Wo geht's hier hin zum Marktplatz? Wo geht's hier hin zum Marktplatz? Okay, dann gehe ich halt zum Marktplatz, würde ich sagen. Hallo, 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 der Marktplatz könnte lustig werden. So, eieieiei, das war echt ein größerer Marktplatz mal. Ja? Golfus Silber, hallo, hallo, hallo. Verkauft ihr auch Informationen? Informationen? Was soll das jetzt heißen? Nun, damit habe ich nicht gerechnet. Was könnt ihr mir hierfür erzählen? Lass mal sehen. Viel ist das ja nicht. Aber gut. Ja. Ich hatte vor ein paar Monaten mal so einen ganz eigenartigen Kauz zum Kunden. Hat zwei Säbel getragen, wie diese Kohlemenschen, aber hat sich bewegt wie ein Schatten. Ich hatte da so ein ganz übles Gefühl im Magen. Ich glaube, das war ein Assassine, wie sie sich nennen. Kyranische Auftragsmörder. Du kannst dich in einer Festung verstecken, die finden dich und meucheln dich in deinem Schlaf. Und anders als die üblichen Gauner können die ihre Schwerter führen wie Lore am Wasserkehr. Wer weiß. Vielleicht hilft euch das ja. Aha. Steht eure Ware zum Verkauf? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, erstmal will ich Sachen nämlich verkaufen. Und die hat ganz gut Geld. Das ist immer praktisch. Ich habe zwar schon viel verkauft, nein, dieses Buch nicht. Diese Erze zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, was hat der für Sachen, die man kaufen könnte? Rolle, Teleportrollen. Nee, das werde ich nicht kaufen. Teleportrollen werde ich nicht kaufen. Oh, Expertenbücher. Ja. Hier ist genau, mit Lehrlingsbuch und so. Genau. Weil die Lehrlingsbücher bis 25 sind, sind die günstiger und deswegen sollte man die anderen nicht verbrauchen. Ja, das ergibt schon Sinn. Da könnte ich mir vielleicht vorstellen, Taschendiebstahl mal zu kaufen. Streitet wohl. Mach ich aber nur, wenn ich herausfinde, mit welcher Taste kam ich denn in meinen... kann ich denn FGH? Ha! So,
Da sehe ich nämlich Taschendiebstahl. Nee, das war es hier nicht. Schlossknacken, ne? 15. Ja? So. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Weil, würde ich jetzt zum Beispiel mehr als 10 kaufen, wäre das halt sinnlos bei Schlösserknacken. So. Deswegen kaufe ich nur 10. Das ist halt. Die sind halt teuer. Die, das wird, glaube ich, das sein, wo ich aber auch am meisten Geld für ausgeben werde. Das ist mein Ganzes. Habe ich jetzt doch Gesellenbücher? Hä? Sag mal, bin ich blöd, oder? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Da ist das... Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Lehrlingsbücher, Schlösser knacken. Weil jetzt habe ich die Bücher ja schon. Ah, sie sind günstiger. Jetzt habe ich 1 zu 4 gekauft. Das ist, das können wir direkt wieder verkaufen. Aber der verkauft echt viele, ne? So, ich habe nämlich Geselle mit Lehrling nämlich gerade verwechselt. So, brauche ich nicht am Anfang Taschendiebstahl. Auch nicht Schlösser knacken, auch nicht Rhetorik. Auch nicht Mentalismus, Handwerkskunst, was brauche ich am Anfang auch nicht, Entropie. Ja, sowas brauche ich alles erstmal nicht. So, jetzt kann ich nämlich jetzt habe ich ein bisschen viele Bücher nämlich gekauft. So, das ist nämlich jetzt sinnvoller. So, jetzt kommt nämlich auch nicht die Meldung, ich habe nicht genügend Handwerkspunkte. Alles klar. Stimmt, da ist ja auch was, dass man diese Handwerkspunkte hat, immer pro Level. Erhaltet mehr mit jedem Stufenaufstieg. Jeden könnt ihr Handwerksbücher lesen. Ja. So, und Kampfesfertigkeiten sind hier und Elementar sind wahrscheinlich für Magie. Aus den verschiedenen Erinnerungsbäumen. Würde ich, warte mal, wenn ich das jetzt... Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Wenn ich hier Elementarismus... Kostet einen Lernpunkt. Okay. Schreitet. Wie mache ich das denn mit den... den Erinnerungspunkten dann. Ermöglicht euch das Erlernen von Talenten und Verbesserungen aus den verschiedenen Erinnerungsbäumen. Ach, oder sind das diese, ja, sind das die echten Zauber dann quasi? Das wäre natürlich, ja, stimmt. Ja, dann verstehe ich das jetzt so langsam, das System. So eine Hand. Ist doch immer dasselbe. Jetzt ist die Frage, bringen die Groschen noch mehr Quests? Weil das lohnt sich ja immer. Naja, da gab's mal dieses Weib, eine Bäuerin. Die ist wie vom schwarzen Wächter verfolgt in die Stadt gestürmt und hat irgendwas von einem Überfall auf ihren Hof gefaselt. An sich nichts Ungewöhnliches, vor allem nicht heutzutage, aber angeblich waren die Banditen von einer Magierin angeführt worden. Tja, und wenn man der Bäuerin glauben kann, dann hat die wohl das Sonnenfeuer höchstpersönlich heraufbeschworen. Grünes Feuer, Blitze, lebende Tote und Orbeias aus dem Nichts. Eine Wildmagierin, eine Sinistropin, die aber gleichzeitig auch Elementarmagie eingesetzt hat. Üble Kombination. Interessant. Ja gut, mehr Sachen hat er nicht, aber das macht doch nichts, denn die Folge ist eh zu Ende. Und jetzt würde ich sagen, bis dahin und tschüss.